Und willkommen zurück bei Another Scrap Treasure. Ne, Another Crap's Treasure, Why so. do you So, wir haben dem eigentlich ganz gut Schaden gemacht, muss ich gestehen. square up, devil? I shall see you to the dredge. Das hat eben mich irgendwie instant gewone-shottet. Hat mein Hans auf jeden Fall zerstört. You deserve your fate, monster. Was? Ich glaube. Ha! Ich habe keinen Panzer mehr. Das ist total unfair wieder, dass ich. You had no respect for this grove. Ist wieder unfair, dass ich die ganze Zeit. May your corpse nourish the gap. Die gelbe Leiste auflade, da, nur damit, sobald ich sie aufgeladen habe, er in Phase 2 geht und automatisch die gelbe ich nicht mehr angreifen kann. Das geht mir ein bisschen auf den Nerv, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich muss anscheinend mit diesen Shells arbeiten, damit ich nicht gewontet werde. Also ich muss die haben ja die Fähigkeit. Square up, devil! Warte, Taste. I shall see you to the drain. So, Y, Y, Y. Ich kann es nicht machen. Weil mit Y werfe ich ja meine. Ah, nee, ich muss Y gedrückt halten, oder? Scheiben. Nee, ich muss X gedrückt. Fuck. Ich muss X drücken. Damn it. Das ist genau das, was ich meine. Nämlich, das ist halt. Das Ding one-shottet mich, mehr oder weniger. One-shottet mich das. Und ich muss die Fähigkeiten von meinem Panzer, von diesem Krabbenpanzer einsetzen, damit er nicht mich damit angreift. Das ist halt so ein bisschen. Square up, devil! Was? Was ist das denn? I shall see you to the drain. I'll break you apart. I love it. May your corpse nourish the gap. Also ich brauche gar nicht erst versuchen, die gelbe Leiste voll zu machen. Ich glaube, darum geht es hier nicht. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, nicht zu sterben. Square up, devil! Ach so, jetzt auf einmal geht's. Klar. I'll break you apart. Schnell, X, 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 ich kann's nicht machen. Ich kann's nicht machen. Warum nicht? Nee. Das, warum macht er das nicht mit X? Wie viel Umame brauche ich denn dafür? Brauche ich mehr als ein Umame dafür? Jetzt ernsthaft, brauche ich mir? Täuschmuschel. Du verlässt deinen Panzer und dann kannst du dich kurz an der Stadt. Wie viel brauche ich? Ich verstehe es nicht. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Aber ist ja nicht so, als hätte ich keinen Umame gehabt. Ich hatte ja mindestens einen Umame.
Das heißt, okay, ich setze die Fähigkeit noch einmal ein. So, ich habe 4 Umarme. So, kann ich jetzt X, Y. Scheißegal. Scheißegal, was ich tue. Es geht nicht. Es geht nicht. Why? 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 I don't understand. Es kostet 3. Hatte ich nicht 3? Okay, es kostet 3. Oh, jetzt kann ich, okay. Das heißt, ich darf den Klauenangriff auf jeden Fall nicht machen. Beziehungsweise nur am Anfang einmal. Beziehungsweise jetzt sowieso nicht, weil ich habe... Okay, 3. Ich brauche 3. Das ist... Ich hab, okay. Okay, aber gut. Ja, wir wissen was jetzt. Wir brauchen 3. You had no respect for this grove. So, ich habe 3, okay? Ich habe sogar 4, okay? Wir haben 4. Ich möchte das nochmal kurz betonen. Ich habe 4. Ja, das heißt, ich kann es einfach so machen. Okay. Nicht tatsächlich, möglicherweise. Aber das Problem ist ja, er macht es jetzt. Guck mal. Okay, irgendwie bin ich ausgerüstet. You deserve your fate, monster. Was? I shall see you to the drain. Das ist so lächerlich. Petit Crab. Da ist wo mein Panzer. Da ist ein Panzer. Nee, kommt nicht. Ich hasse ihn. Weil ich ihn jedes Mal auf ein Fünftel, sag ich mal, Leben runterkriege. Und diese eine blaue Attacke von ihm macht mich wahnsinnig. Square up, devil! Wirklich jetzt? You deserve your fate, monster! Ausgewichen. Ha. Da nicht. The grove alone had lost you, knave. Seems that game's still out of practice. All skills fade with time, I suppose. I truly thought I would perish in a cooler way, though. Fighting at least turned out well, guys. Well, you've earned that petit crab. Come and put my tortured soul to rest. I'm not trying to kill you. Oh. Oh. Batterieklamme. 20.000 Mikroplastik.
Dann bist du gar nicht vergiftet wie all die anderen? Nein, Mann, ich bin doch gerade erst gekommen. Oh, nicht nur das. Ich sehe, umgibt dich eine schwache, doch nicht zu verleugnende Umami-Störung. Du steckst vor der Überraschung, Petit Krab. Darf ich dich etwas Nützliches lehren, zu dir gut machen? Seit die Plörre den anderen Dorfbewohner den Verstand geraubt hat, bin ich verzweifelt auf der Suche nach einem Schüler, den ich meinen Kampfstil unterrichten kann. Würdest du gerne eine Fertigkeit deines Meisters erlernen? Das klingt gut, fangen wir an. Weil immer du bereit bist. Ja, bitte, tu es sofort. So, einmal das Ding freischalten. Ich werde aber jetzt trotzdem zuerst mit ihm reden, weil ich weiß nicht, ob ich Mikroplastik brauche, um irgendwas zu lernen. Na gut, dann mal los. Du hast schon viel darüber gelernt, wie Oman Umami einsetzt, mein Kind. Doch dein volles Potenzial musst du erst noch entfalten. Um die Grenzen deiner Kraft zu erreichen, musst du die Spirale verstehen. Damit kenne ich mich aus. Vor allem mit Abwärtsspiralen. Na, hör gut zu. Schließe deine Augen lang. Augenblick lang deine Augen. Alles im Ozean folgt deinem eigenen Kreislauf. Auch das, was nicht sehen und denken kann. Es kommt die Ebbe, es kommt die Flut, das ist ein Kreislauf. Der Tang sprießt, wächst und verwelkt, das ist ein weiterer Kreislauf. Ein Krebs wird geboren, lebt und stirbt, das ist noch ein Kreislauf. Die ganze Welt ist am Rande einer großen Spirale entstanden. Eines Tages wird sich das Zentrum erreichen und zum Ursprung zurückkehren. Und auch dies ist lediglich ein einziger langer Kreislauf. Wenn du dies begreifst und all den Kreisläufen sich herum nachspürst, dann musst du dich bewusst auf deinen eigenen Pfad konzentrieren, deine eigene Spirale. Deine Fähigkeiten sind so dann keine Grenzen mehr gesetzt. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Königswelle Level 2. Ja, okay. Ja, kostet mich zwar 25, aber hey, okay. Nee. Oh, kostet eine Umami-Ladung weniger. Noch nicht. Ja, aber gehört hier zurück, wenn du deine Fähigkeiten weiter verbessern möchtest, Petit Krab. Auf jeden Fall, das werde ich. Eine letzte Sache noch, würdest du gerne eine geheime Technik lernen? Geheime Technik? In der Tat. Sämtliche Umami-Fähigkeiten sind Echos der Vergangenheit. Um die besten Techniken zu erlernen, wird man am besten direkt Zeuge ihrer Kraft. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn du willens bist, werde ich dich lernen, zuzuschlagen wie ein Meister. Fortan wirst du deine Widersacher nicht nur mit unvergleichlicher Stärke dominieren, sondern dir auch den Weg in neue Bereiche öffnen können. Ach, das sind die lilanen Steine da hinten, die auch schon glitzern. Ja. Nun denn, das Ganze funktioniert etwa so. Schreckenshieb. Entfesselt die überwältigende Kraft eines Fangschreckkrebses, um deine Gegner oder manche Umami-getränkten Gegenstände zu zerstören. Wie wechsle ich zwischen... Okay, so wechsle ich zwischen den... Nee. Da, mit der linken Taste wechsle ich. Der linken. 3! Wirklich jetzt? Wie sieht das dann aus? Ich weiß, ich werde jetzt zurückgehen, keine Sorge. Antiker Ammonit. Finde noch eine weitere, um die Amami-Ladung zu erhöhen. Okay. Puh. Bist du aufgeregt? Freust du dich, mich zu sehen? Oder was ist los mit dir? Na, bei dir kann ich jetzt halt immer meine Fähigkeiten verbessern. Aber zuallererst machen wir mal einen Levelaufstieg. War falsch. Ich möchte nämlich, ich glaube, ich brauchte 75. Hier kann ich. 75, um meine Fähigkeit noch zu erweitern. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt... Ich bin hier irgendwie Mr. Krabs. Mr. Krabby-Mann. Mr. Praktikant.
Der Einsiedler Krebs kehrt wieder. Er ist bereit, seine Fähigkeiten zu verbessern. Fähigkeiten lernen. Und zwar... Oh, das hatte ich schon gelernt. Gut, das wollte ich... Gar nicht zwingend. Könnte mir noch helfen. Aber ich wollte die beiden hier unten lernen. Die kosten tatsächlich 80 zusammen. Und dementsprechend... werde ich die beiden... Die Existenz ist geformt wie eine perfekte Spirale. Alle kommen am Rand der Spirale auf die Welt und müssen eines Tages in ihr Zentrum gelangen. Dort kehren sie ins Nichts zurück, sodass andere geboren werden können. Dieses Wissen ist schmerzhaft und möglicherweise die ultimative Tragödie. Jedoch ist die Spirale die essentielle Wahrheit dieser Welt, die unter keinen Umständen aufgelöst werden darf. Sonst stürzen wir alle gleichzeitig in ihr Zentrum und somit dem Ende entgegen. Und, genau. Das hier ist jetzt nochmal die Gluterhöhung. Doch mit seinem Panzer kann der Einsiedler Krebsangriffe nicht nur abblocken. Er kann sich die Energie seines Gegners zunutze machen und ihre Attacken gegen sie einsetzen. Im Ozean sieht man derart komplexe Kampfstrategien nur selten. Gelobt sei die edle Mondschnecke, die ihr ihn unterwiesen hat. Kostet sogar auch nur 20. Ja, ich meine, Glut um 5 erhöhen ist natürlich ganz nett. Ich persönlich, ja, muss mal gucken. Riptos. Drücke nach einer erfolgreichen Parade schnell RB, um einen Riptos anzuführen. Schweren Schaden verursacht und den Umarmung dann wieder herstellt. Oh, cool. Aber Vorsicht, während dieser Attacke bist du nicht unverwundbar. Andere Gegner können mich unterbrechen. King Sui. Wenn dein Panzer kaputt geht, regeneriert er sich sofort wieder und ist so gut wie neu. Okay. Aber Vorsicht, funktioniert nur einmal pro Ruhepause. Okay. Kurze Frage, kann ich auch diesen Hit leveln? Ach, was willst du denn hier? Willkommen zurück. Kennst du diese Hummer... Dame? Ups. Entschuldigung. Könntest du ihr eventuell ins Gewissen reden? Ich fühle mich in ihrer Anwesenheit etwas unwohl. Tatsächlich. Das ist natürlich jetzt super nervig. Okay. Entschuldigung, ich habe dich nicht für eine Dame gehalten. Unglaublich! Okay, Entschuldigung. Du bist eine ziemlich männliche Dame. Unglaublich, da treffe ich den Umami-Meister höchstpersönlich und er weigert sich einfach, mich zu unterweisen. Er will seine Fähigkeiten niemandem lernen, der eine so offensichtliche wie unabhängige Lust an Gewalt empfindet. Ha, dann suche ich eben anderswo nach Möglichkeiten, stärker zu werden. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Wir haben jetzt, also, was ich jetzt tun werde, ist, es geht hier, an dem Moment, geht's hier überhaupt weiter? Wait a second. Alter, Junge! Du bist echt irgendwie zu froh, mich zu sehen. Geht es hier weiter? Ich glaube, es geht hier nämlich gar nicht weiter, ne? Das heißt, ich muss so oder so backtracken. Das war quasi nur, um diese Fähigkeit zu erlernen. Okay. So, das ist gerade ein bisschen angenehmer. Dass ich nur eine Krabbe und nicht zwei Krabben am Rücken habe. Ich würde gerne einmal ganz kurz... Hier hin. Ich weiß, wir haben mehrere Punkte, mehrere Orte, wo wir theoretisch jetzt backtracken könnten, um mit der neuen Fähigkeit da was zu tun. Oh, nicht ganz tot. Okay. Das war nicht nett. Weil... Ich gerne. Hier fehlt mir ein Weg. Und den möchte ich gerne noch einmal gehen. Vielleicht ist er auch nur ein Item, vielleicht ist er auch gar... Ich hasse euch. Oh Gott. Kann ich da... Okay.
Warum, wo für die Slow-Mo gerade? Ach so. Ach, wenn ich das Ding benutze. Oh. Oh. Oh, okay. Das ist gut zu wissen. Wenn ich durch meine Umami-Kraft den Panzer verliere, wird er auch wieder hergestellt. Das ist natürlich je nach Situation gar nicht mal so cool. Also tatsächlich, je nach Situation ist das gar nicht mal so cool. Meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist irgendwie nicht die beste Idee, die ich hier gerade habe. Ich gehe am besten hier lang. Schon wieder daneben, ey. Schon wieder der gleiche Gegner, ich bin daneben. Hallo. Stop it. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass die Fähigkeit, also das kann man jetzt sowohl als positiv als auch als auf negativ bezeichnen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen negativ belastet, was das betrifft. Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Yokult oder halt hier so ein Sushi-Ding einsetze und damit wissentlich und willentlich da was zerstöre. Ich will erst zum Bogenschützen, bevor ich hier irgendwas tue. Bild ihr eigentlich oder bilde ich mir das nur ein? Ja, ihr wählt tatsächlich. Also. Die kleinen Hunde. Okay, ich hatte es befürchtet, dass hier tatsächlich nichts ist. Oh, okay, Moment. Vielleicht ja doch. Ich stacke auf ihm. Okay, danke für nichts. Versuchen wir es nochmal. Ne, immer noch danke für nichts. Sehr schön. Ich kann jetzt 3 Köder tragen. Dafür muss ich das Ding nicht mehr kaufen. Schön. Oh. Warte, was? Wie ist das miteinander verbunden? Wo bin ich? Okay. Aha. Okay. Aha. ja, keine Ahnung, was genau mir das sagen soll. Aber wir gehen jetzt mal wieder zu unserer Muschel zurück. Wenn ich es schaffen sollte, dann würde ich gerne zu unserer Muschel zurückgehen. Hat es einen Grund darauf, dass die Dinger rot sind? Wenn wir das hier nach zu langer Zeit irgendwie explodieren oder so? So. Wunderbar. Ja, wir haben jetzt einiges zu erkunden. Ich weiß nur noch nicht genau, wo wir eigentlich... Sind das Panzer? Nee, oder? Ich weiß nicht genau, wo wir anfangen müssen oder sollten tatsächlich. Da muss ich tatsächlich mal überlegen. Wie gesagt, ein bisschen backtracken könnte man. Die Frage ist, wir haben ja auch schon unser Schatzteil, unser Schatzkartenteil. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, ob wir einfach mal nochmal in die Stadt müssten. Um dann nochmal nachzufragen, hey, wie sieht's aus, wenn denn unser Typ da ist. Aber nein, der ist ja auch noch an anderen Orten. Ich würde einmal kurz noch einen Hakenbeutel, glaube ich, kaufen. Weil der nur 2000 kostet. Vielleicht haben die Leute auch mittlerweile was Neues. Ich weiß immer noch nicht, was mit diesem Auto nicht in Ordnung ist. Aber hallo kleiner Philipp, suchst du was Bestimmtes? Abgesehen von deiner Muschel. Ja, du Arsch. Genau, kostet nämlich nur 2000. Oh, der kostet auch nur 2500. Dann kaufe ich mir, glaube ich, eher tatsächlich ein Blutstein-Körperteil.
Ach, der nächste kostet dann, was ist ein Wucher? Der nächste kostet 5000 oder so. Oder 3000, auf jeden Fall mehr. Na gut. Sei es drum. Wir teleportieren uns einmal nach oben und dann beenden wir den Part auch für hier und jetzt. Also ich hätte auch eigentlich einfach hochlaufen können, aber... Nein, wir wollen in den Oberschichtbau. Kann ich meinen Augen trauen? Du hast ein Kartenstück dabei. Ich wälze hier meine Bücher, um den genauen Fundort zu bestimmen, und du ziehst einfach los und holst es dir. Alles Wissen dieser Welt ist nichts gegen ein bisschen Schweiß und Entschlossenheit, mein Treu. Ja, ich habe ein Kartenstück. Aber ehrlich gesagt werde ich nicht schlau daraus. Deswegen wollte ich es dir zeigen. Du machst einen recht intelligenten Eindruck auf mich. Recht intelligent, du Missratener. Ich meine, ja, gibt's schon her. Das habe ich dir im Nu entziffert, meiner Treue. Ah, jetzt gibt's schon her. Achso, aha. Was ist denn das? Was ist denn das? So habe, etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, natürlich nicht, du bist ja auch nicht von hier. Aber in Neukrebsing weiß jeder Kleinfisch, dass so ein Gebäude im Treibguttal steht, östlich von hier. Treibguttal? Also ist das Kartenstück in Rolands Arbeitssiedlung? Ah, das können wir vergessen. Seine Handlanger haben dort bestimmt schon alles auf den Kopf gestellt. Naja, wir haben es versucht. Das Haus gewinnt eben immer. Musst du denn immer gleich den Seeteufel an die Wand malen? Du kannst gerne das Handtuch werfen, du halbe Portion, aber ich lass mich nicht unterkriegen. Hey, hey, Moment mal. Wer hat eigentlich gesagt, dass ihr einen Blick auf die Karte werden dürft? Ich hab sie ja gefunden. Junge, Junge, jetzt geht's aber los. Kleiner, sei vernünftig. Wir sind hier alle die Außenseiter. Es ist doch glasklar, dass Roland und seine Speichellecker am ehesten an den Schatz rankommen. Wenn wir kleinen Leute ihm ein Schnippchen geschlagen haben, können wir immer noch diskutieren, okay? Na schön, gutes Argument. Dann sehen wir uns im Treibguttal. Yep. Schmerle, ich komme auch mit. Viel Erfolg, tapfer Abenteurer. Okay. Wo muss ich nochmal hin? Ja. Das nächste Stück befindet sich im Treibguttal, die Arbeitssiedlung der Schalentier GmbH Roland. Zugang östlich vom Sand dazwischen. Gut. Wollt ihr beide auch noch mit mir reden? Wie bist du eigentlich drauf? Bist du ein Muschelsöhnchen? Was? Nein, von denen, die ganze Zeit in ihrer Muschel locken und nie rauskommen. Jemand, der sich nicht für die Dinge interessiert, mit denen sich coole, normale Typen beschäftigen. Wie Frauen und Aktien. Also, das ist mir ziemlich egal. Das eine ist mir ziemlich egal. Und von dem anderen habe ich noch nie was gehört. Du hast noch nie was von Frauen gehört? Junge, Junge, wir müssen echt ganz vorne anfangen. Aber keine Sorge, Kumpel, halt dich an mich. Dann wirst du im 0,6 ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft. Noch mehr? Also gut, ab ins Treibguttal, oder? Ganz easy, voller Energie, düsen wir los. Okay, du bist fertig. Ins Treibguttal also. Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, da nie wieder hin zu müssen. Aber es führt wohl kein Weg daran vorbei. Gut. Na dann. Wo ist die Muschel? Da ist die Muschel. Wir speichern und ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß in Videos. Euer Heli.